Jesus betet im Garten Gethsemane. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Plötzlich überfielen ihn Angst und Schrecken. Und er sagte zu ihnen: Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und bleibt wach. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden. Er bat Gott darum, ihm diese schwere Stunde zu ersparen, wenn es möglich wäre. Er sagte: Aber mein Vater, für dich ist alles möglich. Nimm doch diesen Becher fort, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst. Konntest du nicht dieser eine Stunde wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr diese kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Nimm dir ein Gebet mit für den heutigen Tag. Du findest die Gebetskarten in der Box. Sprich das Gebet laut oder leise hier und heute Abend nochmal. Die nächste Station findest du an der Wanderbank am Forsthaus. Schau den Berg hinauf.